dass wir euch dann noch was erzählen müssen. Leider eine schlechte Nachricht. Guten Morgen von meinem Schminktisch. Ich habe mich eigentlich schon angezogen. Frisur sitzt, aber mir ist kalt. Jetzt habe ich wieder meinen Bademantel angezogen. Heute ist ein besonderer Tag und deshalb wollen wir euch mitnehmen. Und wir haben News für euch. Schlechte und gute Nachrichten. Aber dazu später mehr im Video. Vicky und ich planen heute eine Geburtstagsüberraschung. Und dazu treffen wir uns gleich, denn wir müssen fragile Ware abholen. Leckeres Frühstück. Aber das ist ganz besonders und ich freue mich seit Tagen darauf. Ich freue mich mehr darauf als das Geburtstagskind, weil das Geburtstagskind weiß noch nichts davon. Außerdem werden wir heute auch noch ins Ausland fahren. Ins Nachbarsland. Nach Slowenien. Und weil das bestimmt ein super cooler, unvergesslicher Tag wird, wollen wir euch gerne mitnehmen. Irgendwie habe ich heute aber auch damit gerechnet, dass es wärmer ist. Wie viel Grad hat es eigentlich? 0 Grad? Ich dachte, der Frühling ist da. Ich bin eventuell schon ein bisschen spät dran mal wieder. Ich bin mit Sarina in der Bäckerei verabredet, um was ziemlich Cooles abzuholen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und jetzt fahre ich direkt los. Oh nein, ich brauche noch die Adresse. Warte mal, wo ist das denn? Ich war da noch nie. Ich finde da nicht hin. Egal. Gibt es noch schnell mein Navi ein. Ja, wir sehen uns in der Bäckerei. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich war noch nie bei dieser Bäckerei und eigentlich müsste sie irgendwo sein. Ah, wo bin ich? Ich glaube, ich habe Vickys Auto gefunden. Das ist schon mal gut. Hallo. Hast du alles? Ja. Ich will sie sehen. Das sieht so yummy aus. Hier, die wichtige Aufgabe. Ich habe die große Verantwortung. Da drin war was los, ich sag's dir. Full House! Ich warte schon so lange auf dieses Frühstück. Jetzt müssen wir sie nur noch sicher nach Hause bringen. Du nascht jetzt kein bisschen. Jetzt müssen wir noch den Tisch decken und alles bereit machen. Zeit haben wir noch? Zeitcheck. 25 Minuten. Los, los, los! Wir haben ja gar nicht so einen großen Teller, wo wir das servieren können. Aber da drin können wir es nicht lassen. Das sieht ein bisschen nicht so gut aus. Oh, da ist ein Teller drunter. Aber der ist silber. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Und was ist ein Geburtstag ohne Kuchen? Natürlich habe ich da schon was gebacken. War mal wieder so eine nächtliche Backaktion und ich bin ziemlich stolz. Bananen-Karamell-Tart. Ich sag's euch, die ist mega lecker. Oha. Willst du dir? Ja. Hast du auch Kerzen? Ich habe sogar Kerzen. Okay, das Schwierigste ist immer den richtigen Moment zu bekommen, wann man die Kerzen anzündet. Erst wenn das Geburtstagskind im Haus ist. Aber holen wir die Torte erst dann raus oder steht die schon da? Ja, die steht schon da. Oder? Ah, dann ist es keine Überraschung. Ach so, muss man dann so din, din, din. Also Geburtstagskerzen sind auch mini. Die sind ja nach 5 Sekunden weggebrannt. Wir hätten eine Zahl drauf machen können. Nein, Zahlen werden überbewertet. Geburtstag ist so, wie man sich fühlt. Süß! Ich meine, sie sieht nicht mehr so ästhetisch jetzt aus, aber ist okay. Ich zeige euch jetzt mein Serviettenlager. Tada! Ich brauche richtig hübsche Geburtstagsservietten. Die wären ja mega süß, aber davon habe ich nur noch 3 und wir sind 4. Hier haben wir Halloween. Die würden doch gut passen. Ich finde die süß, weil die haben so eine andere Form. Und es ist ein Einhorn drauf. Nehmen wir. Okay, ich bin ready. Wo sind die Gäste? Wie spät? 6 Minuten, bis die Gäste eintreffen. 54? Ja. Oh, wieso habe ich mich so beeilt? Es ist alles tippitoppi. Und ich verhungere. Du musst jetzt singen. Happy Birthday. Schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing. Singen. Du musst singen. Ich habe
ja schon angekündigt, dass wir euch dann noch was erzählen müssen. Leider eine schlechte Nachricht, aber auch eine gute Nachricht. Gemeinsam ergibt es eine mittlere Nachricht. So ist es mit Gleichungen. Schlecht plus gutes Mittel. Wir werden leider unseren Online-Shop schließen. Vielleicht habt ihr es ja gemerkt, in letzter Zeit ist nichts mehr Neues gekommen in den Shop. Und jetzt gibt es halt nur noch das, was es noch gibt in www.springen14.com. Um den Abschnitt ein bisschen schöner und erträglicher zu machen, machen wir eine Rabattaktion. Minus 30% auf alles im Shop, außer auf die Bücher. Es gibt mehrere Gründe, warum wir den Shop schließen. Das jetzt alles genau zu erklären, würden wir ein eigenes Video dazu brauchen. Aber so viel steht fest, so wie der Shop jetzt ist, wird es ihn nicht mehr geben. Es heißt nicht, dass wir nie wieder einen Online-Shop machen werden. Das will ich nämlich auch gar nicht. Denn es hat uns immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Designs zu machen von den Pullis, der Bettwäsche und allem, was es sonst noch gegeben hat. Und ihr habt ja auch immer alles davon geliebt. Ihr habt euch mega gefreut. Die Bettwäsche waren sowieso immer der größte Renner. Das heißt einfach nur, dass es so einfach nicht mehr klappt, wie es gerade war. Genau der Shop ist einfach irgendwie nicht mehr das Richtige gewesen. Wer weiß, was noch kommt. Es wird ab jetzt die Minus 30% geben. Danach schließt der Shop komplett und danach gucken wir weiter, ob wir wieder mal einen neuen machen oder nicht. Wir halten euch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, auf Instagram oder hier auf YouTube. Wenn es was Neues gibt, ihr hört es zuerst von uns. Ihr werdet nichts verpassen. Danke, dass ihr immer so treu wart und dass ihr unseren Shop geliebt habt, dass ihr unsere Produkte geliebt habt. Das hört sich jetzt so traurig an. Sie ist am traurigsten. Und jetzt geht's weiter mit dem Video, denn wir haben einen Roadtrip vor uns. Wir fahren ins Ausland. Wirklich? Bevor wir jetzt aber losfahren, muss ich noch das Auto preparen. Ich habe hier Abdeckzettelchen und damit werde ich Teile des Navis abkleben, damit das Geburtstagskind auch nicht sieht, wo wir hinfahren. Ich gebe jetzt mal die Adresse ins Navi ein und dann gucke ich, was ich abkleben muss. Sekunde. Ich muss mal die Adresse raussuchen. Wir haben sowas Cooles vor. Das muss ich mal schreiben können. T-R-Z. Alaska Sister. 7. 7. Ja, danke schön. Extra Sicherheit. Und das kommt hier jetzt schön mitten auf den Bildschirm. Ein süßes kleines Einhorn, da fahren wir nämlich hin. Hier sitzt das Geburtstagskind. Bitte einmal ausräumen. Ja, okay, ich mach den Kofferraum. Kofferraum. Gute Fahrt. Ein Drinking-Stop. Jeder kann sich jetzt ein Getränk wünschen. Erster Stopp. Jeder darf sich ein Getränk wünschen. Und dann gibt es ein Getränk für die Fahrt. Für Proviant haben wir keine Zeit. Und außer gab es ja erst Frühstück. Erste Station, Tankstelle. Capri-Sonne, Bubble. Nehmen wir. Dein Getränk. Ich habe Capri-Sonne Bubbles gefunden. Vielleicht wie Bubble Tea. Du weißt schon, dass Capri-Sonne Bubbles Sprudel heißt und nicht Bubble Tea Bubbles. Keine Bubbles? Nein, das ist Kohlensäure. Aber ich habe es geschüttelt. Dann würde ich noch warten, bevor du es aufmachst. Mein Fenster raushalten. Vielleicht hast du Unrecht. Keine Bubbles wie Bubble Tea. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Okay, zum Glück waren wir so früh dran. Wir mussten erstmal mehrere Leute fragen, wo wir jetzt hin müssen. Gerade runter. Wir haben leuchtende Golfbälle bekommen und Armbänder und unser Score-Tablett. Okay. Hey, ich tue bei euch mit. Müssen wir die Rucksäcke auf. Ich verstehe halt einfach gar nichts. Es ist alles auf Slowenisch. Das wird fun. Und wir mussten übrigens Schuhe ausziehen. Yay! Ich glaube, da hinten ist es. Das ist ja gruselig. Mittendrin. Mit Pink passend zu meinem Pfeil. Es geht los, wir sind mittendrin. Oh, oh, oh. Hä, habe ich nicht Pink genommen? Ah ja, ich bin ja auch noch. Sehen Sie hier den Profi? Möchte gern Profi. 2. Gleichstand. 1. Diese Startbahn. Okay, diese Bahn ist crazy.
müssen wir nachrechnen. Du hast niemals gewonnen. Wir zwei sind Letzter. Wie konnte das passieren? Vorletzter. Allerletzte, Zweitletzte. Danach haben wir unser Touri-Life ausgelebt und die Stadt Maribor erkundet. Kurz zusammengefasst, klein, aber süß. Wusstet ihr übrigens, dass jedes Mal, wenn man zum ersten Mal in eine neue Kirche geht, man einen Wunsch frei hat? Houston, wir haben ein Problem. Dieser Kakao schmeckt nicht. Das ist einfach wie Pudding. Das soll Hot Chocolate sein, aber wir sind irgendwie unbegeistert. Noch ein Stückchen Pudding. Die wird einen Sensor haben.